finde ich denn den? Ja, da hinten. Das ist ja interessant. Du, ich muss Schluss machen. Ich krieg Besuch. Ja, ciao. Bastian! Kinder, kurze Pause. Wow, Michael. It's lonely at the top. Wo soll es von hier aus noch hingehen? Sekunde. Ah, schon wieder 200.000 mehr. Schon 2,6 Millionen Klicks hat meine neue China-Restaurant-Folge bei YouTube. Ja, ich habe gehört, RTL packt schon die Koffer vor Angst. Du, ich habe mir hier zwei Eis mitgebracht. Willst du mitessen oder musst du dich noch räkeln für deine Zuschauer? Gib her. Sag mal, und das hier rentiert sich? Hm, sagen wir mal so. Bevor ich mich von irgendwelchen Teenies im Supermarkt filmen lasse, wie ich alte Omas auffange? Tja, ja, das Internet. Für dich natürlich kein Thema, ne? Doch, aber ich warte erst mal ab und lerne aus den Fehlern anderer. Sag mal, wann wolltest du nochmal heiraten? Michael, ich habe gehört, du handelst jetzt auch mit Behinderten. Was? Hier, der komische Masseur, der Regine den Kater wegknetet, der kam doch von dir, oder? Marcel ist nicht behindert, Marcel ist taubstumm. Tja, wo lernt man einen Taubstummen kennen? Beim Scrabble? Sky Dumont hat ihn mir empfohlen. Der nimmt den immer mit zum Drehen. Sky Dumont. Ja, dann ist es wahrscheinlich ein Segen, wenn man taub ist. Tja, Michael, dann möchte ich dir und deiner steilen Karriere nicht mehr länger im Weg stehen. In einem halben Jahr sprechen wir uns wieder, Pavelka. Dann lachst du nicht mehr. Tu ich jetzt schon nicht. Tschüss, Klausi. Tschüss, Brisco. Kinder, es geht weiter! Ja, scheiße nochmal, ich weiß doch auch nicht. Jetzt, wo das alles so konkret wird? Geburtsurkunde beantragen, Gästeliste, Anzug, ach. Also deine Verzweiflung muss ja wirklich groß sein, wenn du ausgerechnet mich zum Thema Ehe fragst. Moment, es sei denn, du willst, dass ich dir sage, du sollst es sein lassen, stimmt's? Was? Nein. Du Arsch! Sich drücken wollen und dann überall rumerzählen, weil der die alte Knitterfresse hat mich aus der Nummer rausgequatscht, ja?